Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit 1848 mühen sich Parlamentarier darum, ihre eigenen Regeln für ihre Wahl durchzusetzen. Sie haben das gegen Fürsten versucht zu erstreiten. Sie haben sich Gedanken gemacht, wie ein Parlament gewählt wird. Sie sitzen seit 2 Jahren in diesem Parlament. Und 2 Jahre höre ich, danke Merkel, Merkel ist an allem schuld, Seehofer ist schuld. Und heute sagen Sie, wir kriegen nichts hin und wir wollen eine Bundesregierung, die eine parlamentarische Aufgabe für uns übernimmt, nur weil Sie nicht in der Lage waren, ein Gesetz zu schreiben. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Man kann sich also schon fragen, ob es nicht eine totale Arbeitsverweigerung ist, wenn eine Fraktion sagt, wir müssen ein Problem angehen, aber keinen einzigen Beitrag dazu leistet und kein Gesetz vorliegt, wie Sie das hier heute tun. Das Problem ist aber zu ernst, weil der Bundestag ist in der Tat viel zu groß. Das hat nicht nur etwas mit Geld zu tun, sondern auch mit Arbeitsfähigkeit, mit der Würde der konzentrierten Arbeit eines Parlaments. Wir müssen wieder dahin kommen, dass dieser Bundestag kleiner wird. Und deswegen haben die Grünen, die Linken und die FDP einen Gesetzentwurf erarbeitet. Das ist übrigens monatelange Arbeit. Das sind Mitarbeiterinnen, Abgeordnete, die sich jede Regelung, jede Kommentierung angucken, einer Aufgabe, der sie sich überhaupt nicht unterzogen haben. Wir haben ein solches Gesetz erarbeitet, und wir sagen nicht, dass wir den Stein der Weisen gefunden haben. Aber wir sagen, wir erreichen das Ziel, der Bundestag muss kleiner werden, um arbeitsfähig zu sein. Und das können Sie eben nur, wenn Sie die Zahl, wenn Sie im bestehenden System bleiben wollen, wenn Sie die Zahl der Wahlkreise verringern. Nun sind wir als Vertreter kleinerer Parteien etwas gewohnt, was Sie noch nicht so gut kennen. Wir betreuen nämlich 5 oder 6 oder 7 Wahlkreise. Wir reisen viele 100 Kilometer durchs Land und kümmern uns darum. Bei mir sind es 6, bei anderen sind es 7. Sie haben in der Regel 1 oder 2. Ich sage nicht, dass es gut ist, wenn ein Wahlkreis zu groß wird. Aber es ist eben nicht so, dass die Demokratie in sich zusammensinkt, wenn wir plötzlich weniger Wahlkreise in Deutschland haben. Und wenn man die Leute fragen wird, ist es euch schlimmer, dass ihr 10% größere Wahlkreise habt, oder wollt ihr lieber 800 Menschen im Parlament sitzen haben? Dann weiß ich, wie 100 Deutsche auf diese Frage antworten. Sie werden sagen, wir wollen einen kleineren Bundestag. Und deswegen muss man solche Fragen immer fair miteinander besprechen. Wir haben einen Vorschlag gemacht, wo statt 80 Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion nur 71 heute hier wären oder nur 59 Grüne oder nur 61 Linke. Es wäre zumindest im ersten Fall ein deutlicher Verlust. Aber es ist eben so, Ihnen nicht so lange. Es ist eben so, wer das Parlament kleiner machen will, der darf nicht nur bei den anderen anfangen, sondern der muss bei sich selbst anfangen und den Bundestag verkleinern. Und deswegen ist es so inakzeptabel. Es ist so inakzeptabel, dass es eine Fraktion im Deutschen Bundestag gibt, die nur Vorschläge gemacht hat, die ihre eigene Zahl erhöht und die andere verringert und die dadurch die Verkleinerung des Bundestages blockiert. Und das ist die Unionsfraktion. Und diese Blockadehaltung müssen Sie aufgeben. Wir müssen sie dringend aufgeben, weil das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie wegen Ihrer Blockadehaltung sonst sinkt. Sie haben die Mitarbeiterpauschale erhöht. Sie haben die Parteifinanzierung erhöht. Sie haben die Stiftungsfinanzierung und die Fraktionsfinanzierung erhöht. Sie haben das Ergebnis demokratischer Wahlen damit ein Stück weise wieder nivelliert. Aber das ist nicht das Ergebnis. Man muss Wahlen auch in Zukunft gewinnen, um mehr Abgeordnete zu bekommen und nicht am Reißbrett. Deswegen freuen wir uns auf die positiven Signale der SPD. Und bitte geben Sie Ihre Blockade endlich auf, damit wir wieder zu einer besseren und kleineren Zusammensetzung des Deutschen Bundestages kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Stefan Ruppert. Nächster Redner, Mahmut Özdemir für die SPD-Fraktion.